Ja, dann darf ich uns auch alle ganz herzlich grüßen heute Morgen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vielen Dank auch für die liebe Begrüßung und die einleitenden Worte aus Psalm 22. Also was Jesus auf Golgatha gemacht hat, wohl, das ist nicht auszuloten. Ja? Das ist unaussprechlich. Ja, da rühmen wir uns auch drüber. Ne? Das ist die Wahrheit. Und ein Glück, dass das die Wahrheit ist, ja? Es könnte ja auch sein, der Teufel ist der Gott dieser Welt und es gibt keinen Gott, ja? Wir können uns ja glücklich schätzen, dass wir wissen, dass darüber ein liebender Vater ist im Himmel und dass das, was wir so hier erleben, Durchgang ist, ja? Aber Durchgang, müssen wir auch durch, ja? Das gehört auch dazu. Ja, schön. Also wir haben am Anfang jetzt einige Verse ja gehört aus Psalm 22 und der Gerhard hat es schon ein bisschen angedeutet auch, dass ich einige Sachen mit euch heute lesen möchte aus Jesaja 53. Aber ich möchte euch auch gerne dabei so ein bisschen Orientierung geben, wo wir uns da überhaupt befinden, dass ihr ungefähr wisst, in welchem Umfeld man da ist. Weil ich glaube, das ist ganz wertvoll, auch für die persönliche Bibelarbeit. Ich lese mal Jesaja 53 einige Verse daraus, dass man ein bisschen Geschmack bekommt. Ihr kennt das Kapitel ja auch gut, ja? Ab Vers 1, aber wer glaubt unserer Predigt? Und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit, also Psalm 22, ja. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Was für ein Missverständnis, ja. Die haben auf Jesus gesehen und haben gesagt, na, der ist bestimmt von Gott gestraft, der hat irgendwas Böses gemacht. Aber er trug unsere Schuld, ja? Was für ein Missverständnis. Er hat unsere Schuld getragen, er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Was, das ist ja, also wer glaubt unserem Predigen? Wem ist der Arm des Herrn geoffenbart, ja? Und hier wird eigentlich so gezeigt, wie dieses Missverständnis Jesu gegenüber gewesen ist. Was Jesus auf Golgatha geleistet hat und gelitten hat, das ist nicht auszusprechen in menschlichen Worten. Das kann man nicht ausloten. Das ist unaussprechlich, ja. Gottes Gabe an uns. Wir gingen alle in die Irre, sagt er, ja. Wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinem Weg, aber der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Da er gestraft und gemartert war, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er ist aber aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Das ist unendlich, sein Leben, ja? Seines Lebens Länge ist unendlich, das kann niemand aussprechen. Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er ward um die Missetat meines Volkes geplagt. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei Reichen, da er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat, noch Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben. Darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er vieler Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Das ist ein Kapitel im Alten Testament, das so deutlich von Jesus spricht, ja, vom Messias, dass die Juden allerlei Anstrengungen unternehmen, um das irgendwie abzubiegen. Also wenn das gelesen wird, auch so gibt's ja auch so Videos, könnt ihr im Internet gucken, da werden Juden in Jerusalem angesprochen auf das Kapitel, ja, und die sagen, ja, das muss der Messias sein, ja, und
Manche sagen dann halt, nee, das ist nicht der Messias, das ist Israel. Aber es ist so deutlich eigentlich, dass da Jesus gemeint ist. Und es ist natürlich ein schöner Beweis auch dafür, dass das, was wir glauben, kein Hirngespinst ist oder keine Einbildung, sondern dass das, naja, das war ja, als Jesus kam, waren die Verse ja schon 800 Jahre alt. Das ist ja 800 vor Christus geschrieben worden. Heute sind die Verse 2800 Jahre alt. Ja, und reden immer noch zu uns. Da ist doch was Besonderes. Die Bibel ist doch kein normales Buch, ja? Also es ist schon wunderschön und ich mag das Alte Testament auch sehr, weil es für mich so ein Beweis ist dafür, weil ich glaube, dass alles, was im Neuen Testament steht, schon im Alten Testament drin ist. Alles. Ja? Man muss es nur mit Gottes Geist lesen und dann wird's lebendig, ja? Ich war vor einigen Jahren in Stuttgart in einer messianischen Gemeinde, so eine judenchristliche Gemeinde, wollte mit den Brüdern da über dies und das sprechen, habe gedacht, vielleicht sind die ein bisschen offener für die Themen als andere. Und dann bin ich dann da hingekommen und dann haben wir uns unterhalten. Und da habe ich ihm auch gesagt, also wenn man das Alte Testament mit Gottes Geist liest, dann wird es zum Neuen Testament. Das hat ihm gut gefallen. Ja? Da waren wir dann Freunde danach. Ja? Vorher war er ein bisschen spröde. Er stand da und hat zu mir gesagt, ich habe jüdisches Blut in meinen Adern. Das war so die Begrüßung. Sag ich, ich habe germanisches Blut in meinen Adern. Sag ich, da kann ich mit. Ja, ich bin blond und blauäugig. Aber es spielt keine Rolle mehr, welches Blut in unseren Adern fließt. Ist die Frage, ob wir Jesus haben. Dann sind wir Brüder. Ja? War er dann einverstanden. Dann haben wir über das Alte Testament gesprochen und dann haben wir uns ein bisschen angefreundet nachher. Dann ist er ein bisschen aufgetaut. Ja? Also so gibt es schon mal so Begebenheiten. Was ich schätze an Jesaja ist, dass dieses Kapitel 53 nicht isoliert steht, sondern in Kapitel 53, von Kapitel 52 eigentlich schon an, bis ins Kapitel 60 ist das ganze Neue Testament beschrieben. Und es fängt mit Jesus an. Also in Jesaja 52 ist die Rede vom tausendjährigen Reich. Da wird der Scheinwerfer angemacht, das Reich Gottes kommt. Ja, Kapitel 52. Dann kommt Kapitel 53, dazu muss aber erst Jesus sterben. Der Gottesknecht muss sterben und auferstehen, damit das anfangen kann. Und dann Kapitel 54 kommt die Gemeinde Jesu aus den Juden. Kommen wir gleich noch kurz drauf, warum das so ist. Dann kommt Kapitel 55, die Gemeinde Jesu aus der ganzen Welt, aus den Heiden. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt. Nicht nur Israel, alle, kommt alle. Also hat man praktisch jetzt erst das tausendjährige Reich angekündigt, Kapitel 52. Dann wird Jesus gezeigt auf Golgatha, wie er stirbt und aufersteht. Und dann kommt die Gemeinde Jesu. Einmal aus den Juden, das ist ja Kapitel 54, und aus den Heiden, Kapitel 55. Dann kommt Kapitel 56, da sagt Gott, da steht bei mir in der Scofield-Bibel drüber, die Belohnung für den Gehorsam gegen Gott. Da rühmt Gott, wie schön das ist, dass man mit ihm unterwegs sein darf. Ja, das ist für die Gemeinde Jesu weltweit, aus Juden und aus Heiden bestimmt. Dann kommt Kapitel 57, da werden die falschen Leiter getadelt. Der Fisch stinkt vom Kopf, sagt man im Deutschen, ja? Die Leiter fangen an, die werden getadelt. Dann kommt Kapitel 58, Abfall, abschließende Ermahnungen und Prophezeiungen. Da sagt Gott, bleibt mir treu, geht nicht weg von mir, ja? Und dann wird das Gericht angekündigt. In Kapitel 59 wird beschrieben, warum das Gericht kommt. Und dann kommt Kapitel 60, das Königreich. Das Gericht wird dann beschrieben, auch Kapitel 59. Und dann Kapitel 60, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Tausendjähriges Reich. Das heißt, ich habe das Jesaja-Zyklus für mich so genannt. Das ist ein ganzer Zyklus, in dem wir da sind. Und Paulus zitiert aus diesem Zyklus im Galaterbrief und im Römerbrief, nimmt er da Stellen raus. Und er nimmt die Stellen an einer ganz bestimmten Stelle raus. Der zitiert da nicht, weil er gerade einen frommen Vers bräuchte, sondern weil der etwas ganz Bestimmtes ausdrücken will, den Römern und den Galatern und wo auch immer der spricht mit. Der Paulus ist wie ein Uhrmacher. Das ist ganz, ganz fein gebaut, das Evangelium. Das ist wie so ein Präzisionsuhrwerk. Und Paulus zitiert aus ganz bestimmten Kapiteln ganz bestimmte Verse. Und wenn man das weiß, dass das so ein ganzer Zyklus ist, ja, dass das praktisch wie so eine Landschaft breitet sich das vor uns aus in Jesaja. 800 Jahre bevor Jesus kommt. Vor 2800 Jahren hat Gott das alles schon geschrieben. Und ihr könnt, wenn ihr das wisst,
könnt ihr in den 58, 59er Kapiteln, könnt ihr unsere Zeit heute finden. Mit ihren unsagbaren Dingen, die die Leute zum Teil tun draußen, was ihr so hört, da und dort in den Medien, ja. Das findet ihr in Jesaja. Und das ist ein ganzer Zyklus. Also Jesaja 52, wir gehen ja noch mal einmal durch, ja, weil man das einmal hört, dann überfordert einen das vielleicht ein bisschen. Also Jesaja 52, die Schau über Jerusalem im Zeitalter des Königreichs. Da wird so ein Blick nach vorne. Und da hört es dann ja auch auf, ja, in Kapitel 60. Also Kapitel 52 gibt schon so einen Blick ins tausendjährige Reich. Kapitel 53 sagt, kein tausendjähriges Reich ohne Jesus. Jesus muss erst sterben, erst auferstehen, in die Länge leben und Nachkommen haben, wenn er als König kommt, ja. Und dann Kapitel 54, die Gemeinde Jesu. Rühme du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Freue dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger bist. Oder bei manchen von euch steht in der Bibel, die du keine Geburtswehen leidest, ja. Das ist das himmlische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem, das wird jetzt Kinder, dass wir das Nachkommen haben. Das irdische Jerusalem hatte schon im Alten Testament, Jesus stirbt, Auferstehung, jetzt gebiert das himmlische Jerusalem. Ja? Galater 4 zitiert Paulus das hier. Warum? Weil es ja um die Gemeinde aus den Juden geht, die Gemeinde Jesu beginnt. Ja? Dann Kapitel 55, da gehören nicht nur die Juden zu, die aus der Beschneidung sind, sondern erstaunlicherweise auch die Heiden. Ja, wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Vers 1. Kommt alle. Egal, ihr müsst keine Juden sein dafür, ja. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Milch und umsonst, kostenlos, Wein und Milch. Gott lädt alle ein. Gott lädt die ganze Welt ein. Die Gemeinde Jesu beginnt, ja. Dann Kapitel 56, die Belohnung für den Gehorsam gegen Gott. So spricht der Herr, halte das Recht und tut Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Wohl dem Menschen, der solches tut. Ja? Also Gott ruft der Menschheit zu, kommt zu mir. Ja? Ich habe die Türen aufgemacht für euch. Und das gilt seit 2000 Jahren. Und dann fängt der Abfall an. Dann kommt Kapitel 57, da werden erst die falschen Leiter getadelt. Dann kommt Kapitel 58, da steht bei mir drüber abschließende Ermahnung und Prophezeiung. Da sagt Gott, bleibt mir treu, fallt nicht ab von mir, haltet fest an mir. Wenn ihr von mir weggeht, wird es euch schlecht gehen. Bleibt bei mir. Das gilt nicht für das Israel des Alten Testaments. Das gilt für Europa. Das gilt für uns heute. Das ist ein Wort, das ruft in unsere Zeit. Bleibt bei mir. Wenn ihr weggeht, es wird euch schlecht gehen. Ich glaube, dass Gott Europa gerade verlässt. Wenn man Gott als queer bezeichnet, ja? Auf dem Kirchentag, dann sagt Gott irgendwann auch, also ich bin ja geduldig mit euch, aber das geht mir jetzt auch langsam zu lange. Und warum sollte Gott sich von uns beleidigen lassen und hier bleiben? Und der Segen wird von Europa weggehen. Und das sehen wir schon. Das wird kommen. Ja? Warum? Weil es in Jesaja 58 und 59 steht. Das kann man nachlesen. Wir lesen ja den Gemeindezyklus hier. Ja? Das, alles, was im Neuen Testament steht, ist im Alten Testament schon drin. Das, glaube ich, hat Paulus verstanden. Paulus kannte das hier. Der kannte diesen Zyklus. Deswegen zitiert er in Galater 4 ja diese Verse aus Jesaja 54. Ja? Rühme du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Ja? Dieses himmlische Jerusalem. Das schreibt er den Galatern. Das heißt also, Paulus kannte diesen ganzen Zyklus. Vielleicht ist deswegen Paulus auch nach Jerusalem raufgezogen und hat gesagt, ich wollte gerne mit den Aposteln sprechen, die vor mir Apostel waren, ja, die große Apostel sind. Ich bin hinaufgezogen nach Jerusalem wegen einer Offenbarung. Und vielleicht wollte er mit denen sprechen und sagen, Moment mal, guck mal, das ist ja 53 war ja Jesus, 54 rühme du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, 55 kommt alle. Ja, kann ja sein, dass das Evangelium auch zu den Heiden geht? Wäre das okay, wenn ich, Paulus, zu den Heiden gehe? Dann könnten wir Jesaja 55 sehen. Der Cornelius ist ja auch schon zum Glauben gekommen, Petrus, das weißt du doch. Du warst da auf dem Dach in Joppe, in Jaffa. Jaffa-Orangen kennt ihr, ja? Jaffa-Orangen ist Joppe, das alte Joppe. Und dort war der Petrus ja, hat er die Vision gehabt, wo Gott sagt, mach nicht unrein, was ich reingemacht habe. Und dann geht er ja zum Hauptmann Cornelius. Und dann kommt der Cornelius zum Glauben. Und das war ja ein römischer Hauptmann. Das war gar kein Jude. Das heißt, Petrus hat das ja gesehen. Und es kann sein, dass der Paulus dieses Kapitel 55 gelesen hat und dass der Geist Gottes zu ihm gesprochen hat und dass er sagt, ja, das stimmt, wohlan alle, die ihr durstet, kommt alle zu mir. Und dass er sagt, könnte es sein, dass das Evangelium auch zu den Unbeschnittenen geht?
das war die große Frage. Und wenn ihr jetzt die Apostelgeschichte aufschlagt, dann sieht man dort in Kapitel 10, wie der Hauptmann Cornelius zum Glauben kommt. Ja? Das Evangelium geht über zu den Heiden. Cornelius sendet Boten zu Petrus. Also in Kapitel 10 in der Apostelgeschichte, da ist die Rede davon, wie der Hauptmann Cornelius zum Glauben kommt. Um es vorwegzunehmen, in Kapitel 9 kommt der Paulus zum Glauben. In Kapitel 8 kommt der Kämmerer aus dem Morgenland zum Glauben. Der Kämmerer, wo kam der denn her? Aus Äthiopien. Das war Ham. Hamit. Paulus war ein Semit aus Sem. Cornelius war ein Japhetit aus Japhet. Ja, Moment mal, Sem, Ham, Japhet, das waren doch die drei Söhne Noahs. Da ist die ganze Weltbevölkerung von abgestammt, oder? Und das Evangelium geht in die ganze Welt, haben wir ja gesehen. Jesaja 57, ja? 56, 57, 58. Das alle kommt her zu mir alle. Ja, wer alle? Ja, die ganze Welt. Und von wem stammt die Welt ab? Naja, eigentlich von Adam. Aber eigentlich auch von Noah, ja? Da gab's mal so einen Flaschenhals bei Noah. Das heißt, die Welt besteht aus Semiten, Hamiten und Japhetiten. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, dass das wahr geworden ist, was der Paulus, was Jesaja in Jesaja aufgeschrieben hat. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das heißt, da entstehen plötzlich Verbindungen, die man so bei dem Text jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, wenn man da sich vielleicht ein bisschen Zeit nimmt für. Und deswegen denke ich, ist das für mich so wichtig. In der Bibelauslegung heißt es immer Kontext, Kontext, Kontext. Ja? Was ist der Textzusammenhang? Und jetzt versteht man plötzlich, wenn wir Jesaja 53 lesen, das ist kein isoliertes Kapitel, sondern da erzählt Gott eine große Geschichte, eine Heilsgeschichte. Und die fängt mit Jesus an. Und die soll dazu führen, dass Jesus König wird. Und das wird in Kapitel 52 vorausgeschattet. Dann kommt 53 Jesus, dann kommt 54 die Gemeinde aus den Juden, dann kommt 55 die Gemeinde aus den Heiden, dann kommt 56, bleibt mir treu, der Segen, wenn man mit Gott unterwegs ist. Kapitel 57, der Fisch stinkt vom Kopf, die Leiter werden getadelt. Kapitel 58, der Abfall. Kapitel 59, das Gericht kommt, und zwar auch über die Inseln. Und dann kommt Christus wieder. Und dann wird Gottes Reich aufgerichtet, Jesaja 60. Und dann ist Gottes Heilsgeschichte abgeschlossen. Das ist wunderschön. Und es sagt Gott ja fast 3000 Jahre, bevor das abgeschlossen ist. Das sagt Gott 800 Jahre, bevor Jesus kommt. Das ist prophetisch. Deswegen mag ich das Alte Testament so sehr, weil das diese Tiefe hat. Das Neue Testament finde ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Neue Testament finde ich so auch durch den Paulus, Das ist digital, das ist klar, das ist scharf, das glänzt, das ist wie aus Edelstahl. Das Alte Testament ist erdig, das riecht nach Erde, das riecht, als ob es frisch geregnet hat, als ob man so in den vollen Weizen greift. Ja, das ist erdig warm. Viele Bilder im Alten Testament, ja, ganz liebevoll aufgebaut. Ganz fantasievoll, wie Gott redet von Jesus, wie er in den Opfern beschreibt, was mit Christus passiert, was mit dem Sünder passiert. Ganz liebevoll gemacht. Das Neue Testament ist sehr gerade und sehr, sehr strukturiert. Wie eine helle Fackel, muss man fast sagen, ist das Neue Testament. Ja? Und scheint sein Licht auf dieses Alte Testament. Und dann wird das Alte wird halt zum Neuen. Und das ist für mich ein Beweis. Und ich versuche halt so in meinen Predigten das so weit ich kann zu zeigen, weil ich glaube, wenn jemand das sieht, dass er sieht, dass das wahr ist, was in der Bibel steht, und dass man das nachvollziehen, dass das verlässlich ist, dann kann man das glauben. Und wenn man das glaubt, dann ist das eigentlich schon das Ziel alles dessen, was Predigt eigentlich leisten soll. Ja? Also wenn man zeigen kann in der Bibel, dass die Bibel wahr ist und dass da Beziehungen sind, die eigentlich Menschen unmöglich sind, dann kommt der Mensch zum Glauben, weil er dem vertraut und sagt, das habe ich so noch nicht gesehen, aber das ist wahr, was da steht, und das glaube ich auch. Und wenn das wahr ist, vielleicht ist der Rest ja auch wahr. Dann entsteht also Glaube durch das Wort, durch das Predigen des Wortes. Und das sagt der Paulus ja im Römerbrief. Ja? Und deswegen finde ich das so spannend, dass man diese Heilsgeschichte hier sehen kann, bis in Kapitel 60. Und wenn man die letzten Verse liest, Kapitel 59,
möchte ich euch vorlesen, was Kapitel 59 über unsere Zeit heute sagt. Denn es ist die Abfallszeit der Gemeinde. Ja, also Gott gibt uns Nachricht aus Jesaja für die Zeit heute. Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht höre. Sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Das sagt Gott heute, in unsere Zeit. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Untugend. Eure Lippen reden Falsches, eure Zunge dichtet Unrechtes. Es ist niemand, der von Gerechtigkeit predige oder treulich richte. Man vertraut aufs Eitle und redet nichts Tüchtiges. Ja, ja, Gott ist queer. Das ist nichts Tüchtiges, das ist was Untüchtiges, oder, was da gepredigt wird. Das redet Gott in unserer Zeit. Mit Unglück sind sie schwanger und gebären Mühsal. Sie brüten Basiliskeneier oder Viperneier, steht in der Elberfelder Bibel. Schlangeneier brüten die aus und wirken Spinnwebe. Isst man von ihren Eiern, so muss man sterben. Zertritt man's aber, so fährt eine Otter heraus. Giftige Leute. Ihre Spinnweben taugen nicht zu Kleidern und ihr Gewirke taugt nicht zur Decke, denn ihr Werk ist Unrecht und in ihren Händen ist Frevel. Ihre Füße laufen zum Bösen und sie sind schnell, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unrecht, ihr Weg ist eitel Verderben und Schaden. Sie kennen den Weg des Friedens nicht, obwohl sie sich Friedensbewegung nennen. Sie kennen den Weg des Friedens nicht und ist kein Recht in ihren Gängen. Sie sind verkehrt auf ihren Straßen. Und wer darauf geht, der hat nimmer Frieden. Darum ist das Recht fern von uns und wir erlangen die Gerechtigkeit nicht. Wir harren aufs Licht, siehe, so wird's finster. Auf den Schein, siehe, so wandeln wir im Dunkel. Gestern hat mir jemand erzählt, dass 2/3 seiner Schüler in der Psychotherapie sind mittlerweile. Die tappen im Dunkeln, die jungen Leute. Da ist kein Licht mehr. Wir tappen nach der Wand wie die Blinden und tappen wie die keine Augen haben. Wir stoßen uns im Mittag, wie in der Dämmerung. Wir sind im Düstern wie die Toten. Wir brummen alle wie die Bären und ächzen wie die Tauben. Denn wir harren aufs Recht, so ist's nicht da. Und aufs Heil, so ist's ferne von uns. Denn unsere Übertretungen vor dir sind zu viel. Und unsere Sünden antworten wider uns. Denn unsere Übertretungen sind bei uns und wir fühlen unsere Sünden. Mit Übertreten und Lügen wider den Herrn und Zurückkehren von unserem Gott und mit Reden zum Frevel und Ungehorsam, mit Trachten und Dichten falscher Worte aus dem Herzen. Und das Recht ist zurückgewichen und Gerechtigkeit ferngetreten, denn die Wahrheit fällt auf der Gasse und das Recht kann nicht einhergehen. Und die Wahrheit ist dahin und wer vom Bösen weicht, der muss jedermanns Raub sein. Die Wahrheit ist dahin. Wie viel Lüge ist in der Welt? Und die kommt ja gerade hoch, die Lüge. Wo ihr hinschaut, ist Lüge. Es wird gelogen mit Genuss, mit Freude daran. Die können nicht mehr die Wahrheit sagen. Die können nicht. Die müssen lügen. Die müssen lügen und sie glauben, dass es Wahrheit wäre. Das sehen wir heute. Das seht ihr, wenn ihr den Fernseher, das hat man schon immer im Fernseher gesehen. Aber so deutlich, wie es jetzt hervortritt, das hat man selten gesehen. Das ist ein Geist, der ausgegossen ist. Halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Das sagt die Schrift. Und die Zeit, die wir heute haben, das ist Kapitel 59. Denn wenn ihr das seht, das ist ja ein Zyklus. Das fängt bei Jesus an und endet ja im tausendjährigen Reich. Was ist denn dazwischen, zwischen Jesus sterben und auferstehen und dem tausendjährigen Reich? Gemeindezeit zwischen. Und das ist der Niedergang der Kirche. Der Niedergang in der Heidenwelt, ja? Das Evangelium geht wieder heim. Das geht wieder zurück nach Jerusalem. Dann kommt irgendwann Jesus wieder. Das geht weg von Jaffet. Ich zeige euch gleich, warum das so ist. Und die Wahrheit ist dahin. Und wer vom Bösen weicht, der muss jedermanns Raub sein. Solches sieht der Herr und es gefällt ihm übel, dass kein Recht ist. Und er sieht, dass niemand da ist. Und er verwundert sich, dass niemand ins Mittel tritt. Darum hilft er sich selbst mit seinem Arm. Wem ist der Arm des Herrn geoffenbart? Wer war der Arm des Herrn? Christus. Wie hilft sich Gott? Mit seinem Arm, mit Christus. Christus kommt. Darum hilft er sich mit seinem Arm und seine Gerechtigkeit steht ihm bei. Denn er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt einen Helm des Heils auf sein Haupt und zieht sich an zur Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Rock. Christus wird kommen auf den Ölberg herab in Macht und Herrlichkeit. Und wird sein Reich aufrichten. Das ist Vorbereitung darauf, auf die Zeit, wo Christus wiederkommt. Merkt ihr, in welcher Zeit wir sind? Das ist gigantisch, was hier steht.
Ja, das spricht in unsere Zeit. Denn er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt einen Helm des Heils auf sein Haupt und zieht sich an zur Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Rock. Als der seinen Widersachern vergelten und seinen Feinden mit Grimm bezahlen will, ja, den Inseln will er bezahlen. Die Inseln war damals die Ägäis, Griechenland, Europa, Jafet. Ich kürze das ein bisschen ab. Ich habe euch was mitgebracht, damit ihr wisst, was Jafet heißt. Habe ich euch ausgedruckt. Ich habe das mal aufgemalt. Kann man das so sehen halbwegs? Ja, das ist Europa, Afrika, Asien, Arabien. Und dann sieht man, Jafet, die Jafetiten, die haben sich hier in Europa verbreitet. Ja, und die Hamiten, das ist Nordafrika, Ham, Äthiopien und so weiter. Das war der Kämmerer aus dem Morgenland, der kam von Ham. Und die Semiten, die sind hier im vorderen Orient, ja? Und die Kanaaniter gehören auch mit dazu, stammen alle von Noah ab. Und wenn ihr die Völkertafel anschaut, wir machen gleich einen kurzen Ausflug dahin, 1. Mose 10, dann kann man so eine Tafel malen, so eine Karte. Und dann sieht man die ganzen Völker da und kann die alle eintragen. Und dann weiß man, wenn man Apostelgeschichte liest, 8, 9, 10, da ist ein Hamit und ein Semit und ein Japhetit zum Glauben gekommen. Ja? Der Kämmerer aus dem Morgenland und der Hauptmann Cornelius und der Paulus. Das Evangelium geht von Jerusalem in die ganze Welt. Und das kann man, an 1. Mose kann man das sehen. Und hier in Kapitel 59, da sieht man, dass das Evangelium, das ging ja nicht nach China, das Evangelium, ja? Der Kaiser von China hat im Mittelalter den Papst gebeten, dass er ihm 1000 Missionare schicken möge, damit die Chinesen das Evangelium hören. Der Papst hat das abgelehnt. Da war die Chance, das Evangelium nach China zu bringen, ja? Das ist ein Drama. Aber das Evangelium ist nach Europa gegangen, nicht nach China, nicht nach Osten, ja, nicht nach Afrika. Das Evangelium ist nach Europa und von Europa sind Missionare in die ganze Welt, ja. Aber der Schwerpunkt war Jafet und wir sehen auch gleich, warum das so ist. Ich will euch hier nur zeigen, an diesen letzten Versen, diese letzten Verse, die sprechen dann davon, dass das Gericht kommt und dass Christus dieses Gericht ausübt. Das ist neutestamentlich, was wir in Jesaja lesen. Denn wenn wir hier weitergehen, er will den Inseln bezahlen, dann kommt Vers 19, dass der Name des Herrn gefürchtet werde vom Niedergang und seine Herrlichkeit vom Aufgang der Sonne, wenn er kommen wird wie ein aufgehaltener Strom, den der Wind des Herrn treibt. Und jetzt wird's spannend. Jetzt sagt er einen ganz bekannten Vers, der Jesaja. Denn denen zu Zion wird ein Erlöser kommen. Und denen, die sich bekehren von den Sünden in Jakob, spricht der Herr. Und ich mache solchen Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der bei ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Munde nicht weichen, noch von dem Munde deines Samens und Kindeskindes, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Paulus zitiert diesen Vers hier, Vers 20, Jesaja 59, Vers 20, im Römerbrief, in Römer 11. Römer 11, ich glaube, Vers 27. Ja, und sagt, ganz Israel wird gerettet werden, denn denen zu Zion wird ein Erlöser kommen, der das gottlose Wesen abwende von Jakob. Ja? Wann kommt der Erlöser nach Zion? Na, die Bibel sagt zweimal. Einmal vor 2000 Jahren, ja, da kam er in Niedrigkeit, aber das kann Paulus im Römerbrief ja nicht gemeint haben, weil der Römerbrief ist ja 30, 40 Jahre geschrieben, oder na, 10, 20 Jahre nach Christi Tod und Auferstehung. Aber jetzt kommt der Erlöser, kommt ja nochmal nach Zion. Wann denn? Wenn er auf den Ölberg herabkommt. Wann? Wenn er sein Reich aufrichtet, Jesaja 59. Der Herr hilft sich selber gegen die Gottlosigkeit. Er wird kommen. Wohin? Nach Zion. Wo in Zion? Auf den Ölberg. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Wovon? Naja, vom Antichrist. Und von den Völkern, die alle Jerusalem belagern. Denn der Herr wird alle Völker nach Jerusalem beordern. Der wird sie im Kidrontal versammeln. Ja? Und er wird schmelzen, er wird sitzen und schmelzen, die Völker im Schmelztiegel. Das ist dann, wenn Christus kommt. Das ist der Tag des Zornes des Herrn. Das ist der Tag des Zornes des Lammes. Ja? Und davon schreibt Jesaja hier in Jesaja 59, ganz am Ende von unserem Zyklus. In Kapitel 60 steht, mache dich auf, werde Licht, dein Licht kommt. Das Königreich spricht an. Ja, da muss ja Kapitel 59 kurz vor dem Königreich sein. Na genau. Ja, warum? Na, weil Christus auf den Ölberg niederkommt, ja? Und den Rest von Israel rettet. Das, was von Israel noch übrig ist,
dass ja nur ein ganz klein bisschen was von Israel übrig bleibt. Das, was wir heute sehen in Israel, da wird ja 2/3 von umkommen. Da bleibt ja nur 1/3 übrig, Sachaja. Und dieses letzte Drittel wird nochmal gereinigt und nochmal geläutert, nochmal reduziert, bis ein ganz kleiner Überrest, die dann wirklich Gottes Volk sind, noch in Jerusalem übrig ist. Und dann wird nochmal der Feind, die Assyrer werden nochmal in die Stadt, die Iraner, wenn ich das so unter uns sagen darf. Der Iran wird nach Israel kommen, das sagt die Schrift. Führt jetzt zu weit, ja? Und die brechen nochmal in diese Stadt rein. Und dieser kleine Überrest, der dort in der Stadt ist und wartet, dass der Herr sich hilft, dass Jesaja 59, dass Christus kommt, da bricht er nochmal in die Stadt rein und wird nochmal die Frauen vergewaltigen und nochmal Teile in die Gefangenen. Da bleibt ein ganz, ganz, ganz kleiner Überrest, bleibt da nur übrig. Und dann, ganz, 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 ganz am Ende, dann kommt Christus und richtet dann sein Reich auf und macht alles gut. Ja? Das aber nach der Entrückung. Da kommen wir ja mit Christus auf den Ölberg, oder? Ah ja, ja. Also wenn die Gemeinde mit Christus auf den Ölberg kommt und da der Tag des Zornes ist, ja, dann Entschuldigung, wenn ich das so sage, dann üben wir ja den Tag des Zornes aus. Also müssen wir vom Tag des Zornes auch keine Angst haben. Warum nicht? Ja, weil die Gemeinde Jesu mit Christus zum Tag des Zorns auf den Ölberg herabkommt. Ja, aber ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber das spielt alles hier in diese Jesaja-Stelle rein. Denen zu Zion wird ein Erlöser kommen. Wann denn, wenn Christus auf den Ölberg kommt? Warum? Um sein Reich aufzurichten. Dann ist die Gemeinde entrückt und dann kommt Christus auf den Ölberg. Dann kommt Christus dahin, wo er gegangen ist. Er ist ja aufgefahren vom Ölberg und er kommt wieder auf den Ölberg. Und dann kann man sagen, dass man Gottes Heilsgeschichte so zusammenschieben kann. Ja? Aber man kann sie auseinanderziehen und dazwischen ist die Gemeinde Jesu. Ja, und die Gemeinde Jesu wird entrückt. Die gehört nicht hier auf die Erde. Die ist zwar auf der Welt, aber nicht in der Welt, nicht von der Welt. Ja? Und wenn die Gemeinde entrückt ist, dann rutscht die Gottesgeschichte zusammen, so als ob Jesus mit dem Esel nach Jerusalem reinreitet und sie ihn als König annehmen und sein Königreich anfängt. Kann man sich das vorstellen? Das ist ein alttestamentlicher Gedanke. Wir wissen ja, Jesus kommt nach Jerusalem und sie verwerfen ihn ja. Und kreuzigen ihn. Jetzt hat die ganze Heilsgeschichte Gottes hat eine Unterbrechung, die hat aufgehört. Die Jünger sagen, wir dachten, er würde uns von den Römern befreien. Ja, Jesus kam ja als König nach Jerusalem, um sein Reich, er war ja aus dem Stamm Davids, er wollte sein Königreich aufrichten. Und das Unglaubliche geschieht, Gottes Volk lehnt seinen König ab und kreuzigt den. Das ist unfassbar. Da war die Welt kurz davor unterzugehen. Ja, da hat Gott seine Engel festhalten müssen. Die hätten die Erde zerschlagen dafür. Die können den Sohn Gottes nicht kreuzigen. Psalm 22. Ja? Jesaja 53. Und dann hat die Gottesgeschichte Aufschub bekommen. Und dann haben die Apostel irgendwann verstanden, auch durch Gottes Geist, Gottes Gnade, wenn dann der Geist Gottes zu Pfingsten ausgegossen wurde, haben die das Alte Testament natürlich mit Gott, mit dem Licht des Geistes gelesen. Und dann haben die verstanden, es ist was anderes passiert. Gott hat seinen Sohn geopfert. Ja, gut. Also Gott hat seinen Sohn geopfert. Müssen wir denn dann jetzt noch opfern? Ja oder nein? Schwierige Frage. Müssen wir uns noch beschneiden lassen? Schwierige Frage. Was ist denn mit uns passiert, wenn wir wiedergeboren sind? Haben wir dann 2 Naturen? Und heißt es dann, dass wir einen neuen und einen alten Menschen haben? Ist der neue Mensch dann der Mensch in Christus? Muss der das Gesetz halten? Was passiert denn mit uns, ja? Das war so schwierig zu verstehen für die. Was heißt, Gott hat geopfert? Was heißt das jetzt? Brauchen wir den Tempel dann noch? Wenn Gott geopfert hat und sein Sohn gestorben und auferstanden ist und er uns vor Gott vertritt, dann ist er ja eigentlich unser Priester. Dann ist er ja eigentlich hoher Priester für uns, der Auferstandene. Ja, aber brauchen wir dann noch einen hohen Priester in Jerusalem? Versteht ihr, das war ganz neu für die und die haben ganz langsam erst verstanden, was ist denn da überhaupt passiert? Was heißt das denn, Gott hat seinen Sohn geschickt und er ist jetzt geopfert worden auf Golgatha? Für wessen Sünden ist er denn gestorben? Nur für uns israelische Sünden oder auch für die Sünden der Goi? Auch für die Sünden der Korinther und der Athener. Wie weit geht denn Christi Werk?
Kann das sein, dass die ganze Schöpfung mit Christus mitgestorben ist? Könnte es sein, dass Christus ein Bild ist wie Adam, eine Schöpfung in Adam, eine alte, eine neue Schöpfung in Christus? Versteht ihr, das hat sich ganz langsam entwickelt. Wir haben das, als wir gläubig geworden sind, wir haben natürlich den Römerbrief so durchgelesen, da stand das alles schon da. Aber das ist ja über Jahre und Jahrzehnte hat Gott das nach und nach denen erst offenbart, was das überhaupt bedeutet, dass Jesus gekommen ist. Was das für eine Perspektive war. Und dann irgendwann sind die natürlich auch ins Alte Testament und haben gelesen von Jesus und sagen, ah, Jesaja 53 spricht ja von Jesus, wie er gestorben und auferstanden ist. Ja, genau. Und Jesaja 54 spricht eigentlich von dem himmlischen Jerusalem. Rühme du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, die im Himmel ist, ja, die keine Geburtswehen leidet. Und Jesaja 55 spricht ja, da steht ja, Moment, wohl an alle, die ihr durstig seid. Heißt das, dass auch die Heiden dazugehören? Ja, eigentlich schon. Ja, andere haben gesagt, nee, das geht nur für die Beschneidung. Ja, Jesus ist der Messias, aber nicht für die Heiden. Nur für uns Juden. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind Israel. Jesus ist nur für uns gestorben. Und ihr könnt es sehen, in der Apostelgeschichte steht, dass viele auch an Jesus geglaubt haben, aber viele von ihnen noch immer Eiferer fürs Gesetz waren, aus den Juden. Und die haben ja auch immer noch die Beschneidung in Galatien gefordert. Die haben gesagt, ihr Galater, ihr könnt nicht selig werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst. Das heißt, die waren so halb bei Jesus, und aber halb noch im Gesetz. So wie so ein Hühnchen, was aus dem Ei schlüpft, ja, und hat doch so eine Schale auf dem Kopf. Dann ist doch nicht so ganz erwachsen geworden. Ja, die haben das Gesetz noch mitgenommen. Und haben dem Paulus ja auch vorgeworfen, Paulus, du redest wieder diese Städte und wieder das Gesetz. Weil Paulus sagt, wir haben nicht mehr das Gesetz von Aaron und von Levi, sondern wir haben das Gesetz Christi. Wir haben das Gesetz des Geistes. Wir haben das Gesetz der Freiheit. Und es ist nach und nach, haben die das verstanden. Und ich glaube, dass Paulus dann nach Jerusalem rauf ist und hat das hier in Kapitel 55 gelesen und hat mit denen gesprochen und hat die gefragt, kann es sein, dass das auch das Evangelium zu den Heiden geht? Und dann sehen wir, ja, natürlich, das Evangelium geht zu den Heiden. Das sieht man in der Apostelgeschichte an Cornelius und am Kämmerer und am Paulus. Und jetzt möchte ich euch noch was zeigen aus dem Alten Testament, weil erstaunlicherweise geht ja das Evangelium irgendwie von den Semiten hier rauf zu den Japhetiten. Wer hat das nach Europa gebracht, das Evangelium? Paulus. Ja? Das schauen wir uns gleich mal an, wie das passiert ist. Also erst gucken wir mal, was lesen wir denn jetzt zuerst? Wir lesen erst 1. Mose 10, ja? Wo es um Sem, Ham und Japhet geht. Ist nicht viel Text, nur dass man da die Verbindung so ein bisschen hat. Als die Sintflut vorbei war, da hat Noah zu viel Wein getrunken, ja? Und dann kommt Kanaan und bedeckt die Blöße seines Vaters. Und auf diese Sache hin hat Noah eine Prophezeiung ausgesprochen. 1. Mose 9 von Vers 25, ja? Da sprach Noah, verflucht sei Kanaan und sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern. Und sprach weiter, gelobt sei der Herr, der Gott Sems, Semiten, und Kanaan sei sein Knecht. Und jetzt kommt was Seltsames. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Hütten des Sem. Also in manchen Bibeln steht, glaube ich, in den Zelten Sems. Ja, wo ist denn Sem? Hat er es aus dem Zelt raus? Ja, und wer ist jetzt im Zelt? Naja, Japhet ist reingekommen. Ja, wieso ist denn Sem aus dem Zelt raus? Naja, weil Sem Jesus verworfen hat. Die Israelis, die sind beiseite gesetzt, die sind ausgepfropft. Die werden wieder eingepfropft. Gott kann sie wohl wieder einpfropfen. Und wenn ihr nicht treu bleibt, sagt Paulus im Römerbrief, dann werdet ihr auch wieder ausgepfropft. Ja? Gott kann die wieder einpfropfen, aber jetzt ist Sem aus dem Zelt raus. Und wer ist im Zelt drin? Japhet. Noch. Wir sind auch gerade dabei, wieder aus dem Zelt rausgeworfen zu werden. Das Evangelium geht heim, wieder zu Sem. Ja? Aber Sem war aus dem Zelt raus und der Segen Noah sagt, Gott breite Japhet aus in Europa und lasse ihn wohnen in den Hütten des Sem. Könnte das vielleicht heißen, dass irgendwann der Gott Sems zu Japhet geht? Ja.
dass die Japhetiten, dass Europa das Evangelium Jesu annimmt? Ja. Das haben wir ja gesehen beim Hauptmann Cornelius. Es würde ja heißen, dass bei Noah, jetzt guck mal hier, guck mal meine Bibel an, das steht hier vorne, ist schon die Rede davon, wo das Evangelium mal hingehen sollte. Und hier hinten in der Apostelgeschichte können wir sehen, wie das passiert ist. Da ist so viel Text zwischen. Das sind Jahrtausende. Das kann kein Mensch geschrieben haben. Ja? Und jetzt guck mal, jetzt müsst ihr aufschlagen, wenn ihr wollt, Apostelgeschichte 16. Da zieht der Paulus, und dann kommen wir auch zum Schluss, ja? Apostelgeschichte 16 zieht der Paulus von Antiochien los durch die Türkei Richtung Europa. Und jetzt passiert was ganz Komisches, was man gar nicht richtig verstehen kann. Da steht ab Vers 6, Apostelgeschichte 16 von Vers 6, da sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, das ist Türkei, ja, ward ihnen gewährt, von dem Heiligen Geist zu reden, das Wort in Asien. Kleinasien war das, ja, vor der Asien. Da denkt man sich, wieso das denn? Sollte das Evangelium da nicht hin oder wie? Vers 7, als sie aber kamen an Mysien, versuchten sie durch Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Seltsam, ja? Das heißt also, der Paulus, der ist von Antiochien losgezogen Richtung Türkei und dann ist er hier rübergezogen. Und dann wollte er durch Asien, durch die Provinz Asia, nach Süden am Meer entlang und wieder zurück nach Antiochien. Und der Geist lässt es ihnen nicht zu. Na gut, gehen Sie ein bisschen, wie das geschehen ist, weiß der Geist ließ es ihnen nicht zu. Wie das passiert ist, weiß ich nicht, ob sie einen Traum gehabt haben oder was. Aber sie konnten nicht nach Süden ziehen. Also sind sie ein bisschen weitergezogen und sagen so, okay, dann gehen wir nach Bithynien. Dann gehen wir die Nordroute am Schwarzen Meer zurück und gehen wieder zurück nach Antiochien. Der Geist lässt es ihnen nicht zu, der Geist wehrt ihnen schon wieder. Und dann kommen sie immer weiter nach Westen, da kommen sie nach Troas. Da hat der Paulus einen Traum, der sieht einen mazedonischen Mann, der hat mazedonische Tracht vielleicht an, der sagt, komm herüber und hilf uns. Komm nach Jaffet, Paulus. Warum? Halt, steht in 1. Mose 8. Das ist unfassbar. Und dann geht Paulus nach Europa und verlässt diesen Kontinent. Paulus verlässt Sem und bringt das Evangelium zu Jaffet. Warum? Weil Noah gesagt hat, Jaffet sollst du ausbreiten. Die Europäer waren groß, ja, im Vergleich zu dem kleinen Israel im Vorderen Orient. Breite die aus und lass Jaffet wohnen in den Hütten des Sem. Und wenn man jetzt die Apostelgeschichte liest, dann versteht man, der Geist Gottes wollte. Er sagt, geht weiter nach Westen. Ja, Paulus wollte nach Süden und wieder zurück. Und der Geist sagt, nee. Hier, das ist richtig, geh mal da weiter. Und dann will der Paulus hier oben nach Norden, dann sagt der Geist lässt es ihm nicht zu. Und der schickt ihn immer weiter nach Westen, bis er zur Lydia kommt, zur Purpurkrämerin. Und dann kommt das Evangelium nach Europa. Und dann ist was in Erfüllung gegangen? 1. Mose 8, der Segen Noahs an Jaffet. Jesaja 55, Jesaja 56 ist in Erfüllung gegangen. Ja, das heißt, dann plötzlich schließen sich überall die Linien. Und wisst ihr, da liegt so viel, da liegt das ganze Judentum zwischen. Da liegt Babylon zwischen und Medo-Persien und die Griechen und Alexander. Da liegt alles dazwischen. Und heute verstehen wir, wenn wir zurückgehen zu Jesaja, zu diesem Zyklus, wo wir uns befinden. Wir sind so in Kapitel 59. Wir sind kurz vor Kapitel 60. Das heißt, wir können diesen ganzen Irrsinn und Blödsinn, der da draußen läuft, und das ist so dumm, was da läuft. So war es in Gomorra, ja? Das, was Menschen heute tun, das war in Sodom und Gomorra ganz normal. Vielleicht nicht ganz so schlimm. Was heute läuft, ist schon schlimm. So korrupt, wie das Römische Reich war, so verfault und korrupt, wie zu den letzten Kaiserzeiten, so korrupt und so verfault ist der Bundestag und ist die EU und ganz Europa. Täuscht euch nicht. Das kann man ja kaum bei einem Namen nennen, was da alles läuft. Ja? Mache ich jetzt auch nicht, weil das ist auch uninteressant, ja. Aber ich will nur damit, wir müssen und dürfen Licht haben von Gott, wo wir uns befinden. Wir halten fest das, was wir haben, ja. Und wir warten darauf, dass Jesus kommt. Und er kommt. Das wird kommen. Warum? Weil Jesaja 52 bis 55, 56 ja auch gekommen ist. Dann kommt auch 57, 58, 59 und 60, ja. Obwohl Jesaja 60 ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist nicht das tausendjährige Reich. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja? Das ist unser Bürgerrecht. Das heißt also,
dass wir sehen können in den Kapiteln und vielleicht für euch, für eure persönliche Bibelarbeit, wenn ihr irgendwo sagt, ich habe jetzt dies und jenes gelesen, was mache ich denn jetzt? Dann nehmt ihr euch ein großes Blatt Papier und dann könnt ihr so Spalten machen. Jesaja 52, 53, 54, 55, ja, so Kapitel. Dann macht er Zeilen. Kommt da Jesus drin vor? Kommt da die Gemeinde drin vor? Was sagt Gott über die Menschen? Wie verhalten sich die Menschen dort? Ja, dann könnt ihr so Schlüsselverse suchen. Welcher Vers fasst denn dieses Kapitel am besten zusammen? Weil man jetzt so einen Überblick hat, wie so im Helikopter. Man kennt so eine Landschaft, ja? Und jetzt kann man eigentlich landen und durch die Wälder streifen und an den Seen vorbei. Und dann kriegt man ein ganz gutes Bild dafür, wo wir uns befinden. Und wenn er dann im Neuen Testament Römer 11 liest, dann wisst ihr, oh, das ist ja hier aus Jesaja 59, ja? Oder da zitiert Paulus ja Jesaja 55. Das heißt, wir verstehen und überall schließen sich die Kreise. Und wenn wir sehen, der Geist Gottes wehrt den Paulus durch Bithynien und Asien zu reisen, damit wollte der Geist nicht sagen, das Evangelium soll nicht nach Asien, sondern der wollte sagen, du Paulus, du sollst jetzt mal nach Europa, damit mir endlich 1. Mose, was Gott für eine Geduld hat, ja, dass 1. Mose 8 in Erfüllung gehen kann. Ich finde das so großartig, ja. Das ist so schön. Und wir sehen, dass wir nicht klugen Fabeln gefolgt sind. Unser Glaube ist keine Einbildung. Unser Glaube ist nicht Emotion. Unser Glaube ruht auf Fakten. Der Glaube ruht auf Tatsachen. Golgatha ist eine Tatsache. Wisset ihr nicht, das ist geschehen. Es ist vollbracht. Das ist wahr. Und das kann man sehen am und im Wort Gottes. Das finde ich großartig. Ja? Und dass man so einen Schluss da macht. Und alles fängt an bei Jesus. Ja? Ohne geht's nicht. Ja? Ohne unseren Herrn Jesus Christus geht das alles überhaupt nicht. Er ist der Herr des Wortes, er ist gekommen, hat sein Leben gegeben, er ist gestorben, er hat gelitten fürs Evangelium, er hat gekämpft, seine Seele hat gearbeitet und seine Erkenntnis, durch seine Erkenntnis werden viele gerecht werden, die an ihn glauben, die auf ihn schauen. Ja, also das und das finde ich so schön, so wie Jesaja diesen ganzen Zyklus von Kapitel 52 bis 60 mit Jesus beginnt, ja, dem Gottesknecht. So hat der Paulus im Epheserbrief auch geschrieben, ihr seid gesegnet mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Und dann zählt er 7 Güter auf und die bindet er immer an Jesus. Ihr seid erwählt vor Grundlegung der Welt in ihm. Ja? Ihr seid geheiligt und gerecht gemacht in dem Geliebten. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist durch ihn. Alles bindet Paulus immer an Jesus. Und das macht er ganz bewusst. Ja? Und Predigt ist nicht die Weitergabe von Wissen, sondern die Weitergabe vom Wort. Das ist aber auch ein Unterschied. Predigt ist auch nicht die Weitergabe von Buchstaben. Ja, wir glauben nicht an den Buchstaben, wir glauben an den Sinn der Buchstaben. Wir glauben an das Wort Gottes, an den Sinn des Wortes. Daran glauben wir. Ja, und das wird deutlich, wenn im Alten Testament Dinge stehen, die man dann im Neuen Testament findet und mit Gottes Geist ins Alte Testament geht. Johannes sagt, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Wiederum gebe ich euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Welches Licht? Das Licht des Geistes. Das scheint jetzt. Das Geisteslicht scheint jetzt. Und mit diesem Licht des Geistes gehen wir ins Alte Testament und finden dort Jesus. Ich habe zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Ein kleines Beispiel dafür, was ich damit meine. In 3. Mose, ich glaube 13, da ist beschrieben, wie jemand aussätzig ist und wie der vom Aussatz gereinigt werden soll. Das ist Gesetz jetzt, ja? Das sollten die Juden so machen. Wenn also jemand aussätzig war, dann sollte der zum Priester gehen und der Priester sollte 2 Vögel nehmen, 2 lebendige Vögel, ja? Und Holz und Wolle und Ysop, ja? Also Ysop, Holz, Wolle und die 2 Vögel. Und dann soll er einen der beiden Vögel schlachten in ein irdenes Gefäß über fließendem Wasser. Der eine Vogel wird geschlachtet, ja. Den anderen Vogel soll er nehmen mit dem Holz, mit dem Ysop, mit der Wolle und soll den tauchen in das Blut des geschlachteten Vogels und soll damit den Aussätzigen besprengen und soll den Vogel fliegen lassen. Das sagt das Gesetz. So wird der Aussätzige gereinigt. Jetzt übertragt es mal auf Jesus.
Jesus hat sein Blut gegeben, und zwar in seinem irdischen Leib nach, geopfert durch den ewigen Geist, fließendes, lebendiges Wasser. Der eine Vogel, die irdische Natur Christi, wird geopfert in ein irdenes Gefäß über fließendem Wasser. Er vergießt sein Blut auf Golgatha. Und der andere Vogel zusammen mit dem Holz, Golgatha, mit der Wolle, das Lamm Gottes, mit dem Ysop, der Prophet Gottes, wird getaucht in das Blut, und das Blut Christi macht uns rein von allem Aussatz. Und dann wird der lebendige Vogel freigelassen, und dieser lebendige, blutige Vogel, der fliegt in den Himmel, Auferstehung. Ah, durch Tod und Auferstehung Christi, durch sein Opfer, weil er seinen Leib geopfert hat, werde ich Aussätziger rein, und weil er auferstanden ist, das ist Golgatha. Ja, das ist Golgatha. Ach, dann ist Sündenvergebung durch Golgatha geschehen. Ja, aber Amen, Halleluja. Merkt ihr, wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, wird das Alte Testament zum Neuen Testament. Und das sind diese liebevollen Bilder, die Gott da hat, dass er im Gesetz, in den Opfervorschriften hinweist auf das Opfer Christi, der gestorben ist und der auferstanden ist und in den Himmel das ist wunderschön. Und beide Naturen, die irdische Natur Christi und die himmlische, die auffahren sollte. Alter Mensch, neuer Mensch, Römerbrief. Und wir lesen ja im Gesetz gerade, ja, wir lesen ja nicht Neues Testament. Altes Testament wird Neues Testament. Und ich glaube, dass so die Bibelstunden gewesen sind damals, wenn der Paulus da war. Und dann waren es abends 9 Uhr, und dann war es 10 Uhr, und dann war es 12 Uhr. Und irgendwann ist einer aus dem Fenster gefallen, ja. Und dann geht der Paulus runter, und der war ja verstorben, ja. Und der Paulus erweckt ihn wieder zum Leben, und dann haben die weitergemacht. Ja, die haben bis am nächsten Morgen Bibelstunde gemacht. Also da wäre ich gerne bei gewesen, ja. Das war bestimmt spannend. Und so denke ich, das ist Gottes Wort an uns. Und mitten in dieser irrsinnigen Welt haben die Israeliten Licht. Ja, in den Zelten der Israeliten war Licht, steht, als sie aus Ägypten ausgezogen. So geht's uns auch, ja. Und in dem Glauben gehen wir ganz stur unseren Weg, Tag für Tag, Day by Day. Und wir lassen es überhaupt nicht durcheinander machen. Wir hören dies und jenes, ja, und sagen, gut, die Welt war schon immer verrückt. Jetzt wird sie sehr verrückt, ja. Aber wir haben Licht und wir halten uns fest. Und das wird kommen. Das kann niemand aufhalten. Christus kommt wie ein aufgehaltener Strom, sagt die Schrift, ja. Da freuen wir uns drauf.